Timon Hoffmänner, im Dezember ist 35, ein bewegtes Leben, auf das kommen wir, das ist interessant. Du sitzt jetzt so relaxed im Garten drin. Aber es ist natürlich nicht immer so bei all deinen Posten, die du hast. Wie bist du auf das gekommen, wo du jetzt bist, all deine Ausbildungen? Erzähl mal ein bisschen. Ja, die 35 Jahre sind sicher schnell durch, nicht? Ja, zumindest haben sie sich sehr schnell angefühlt. Ja, wo soll man da anfangen? Ich sage jetzt mal, so die berufliche Laufbahn hat angefangen mit einer KV-Lehre, mit der Pago. Und dann nachher ist relativ bald natürlich ins Militär gekommen. 5 Monate Aufenthalt in Afrika. Und dann ist es dann schon bald an die Polizeischule gegangen. Hoi, 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 also Militär? Was bist du? Ja, ich war Sanitäter, habe einen Durchdiener gemacht in Airolo. Und dann halt gerade im Rahmen von dieser Ausbildung auch noch der Pflegehelfer. Genau, sehr viel so Pflegesachen, Dekubitus-Prophylaxe, die ich gelernt habe. Oder, ja. Einmal sehr interessant war auch im Rahmen von so einem 3-wöchigen Praktikum, mal einen kleinen Pflegeberuf reinzusehen. Nie umgekehrt, wenn du Blut gesehen hast? Oder gar nie gesehen? Oder gerade Schwein gehabt? Nein, ich habe kein Problem mit Blut. Das wäre dann nachher auch der Polizist kein Thema geworden. Und dann bist du auf Afrika gegangen? Ja, genau. Ja. Pago AD und dann nachher Afrika? Ja, richtig. Ja. Ja, ich war 5 Monate in Liberia, gewesen, bei Mercy Ships. Wir haben dort auf dem Spitalschiff gearbeitet, als Haushaltshilfe. Also wir waren eigentlich Reinigungsfachkräfte. Wir haben, oder Fachkräfte ist falsch, einfach Reinigungskräfte. Und wir haben dort einfach das Schiff super gehalten. Oder so super, wie es gegangen ist. Also, weißt du, jetzt hast du schon mal Kaufmann. Dann möchtest du doch dann auch Geld verdienen. Aber nein, du machst zuerst Militär und gehst auf Afrika. Hat es dir gar nicht gefallen, der Kaufmann? Doch, eigentlich hat es mir gut gefallen. Grundsätzlich. Aber ich habe dann auch recht bald gemerkt, nach der Lehre, was mir dann eben nicht so gefallen hat, ist sehr viel mehr so den Kunden hineinrennen, sehr viel mehr so dieses und jenes machen. Und ich habe dort schon irgendwie gemerkt, das hat mich nicht so erfüllt. Rückblickend ist es kein sehr großes Wunder, weil ich mich doch eher als Idealist bezeichnen würde. Und darum hat dann das auf lange Frist für mich eigentlich so keinen Sinn gemacht. Aber ich bin sehr dankbar, habe ich es gemacht, weil ich habe mega viel Werkzeug können mitnehmen aus dieser Lehre. Bist du sportlich? Ja, ja, so mittelmäßig, durchschnittlich sportlich. Weißt du, das hast du vorher schon mal angetönt, Polizei. Ja. Also eine Polizeischule. Also da muss man ja schon sportlich sein, nicht? Ja, das stimmt, das stimmt. Damals bin ich sicher noch ein bisschen sportlicher gewesen als jetzt. Ich bin auch regelmäßig trainieren dort. Und dementsprechend, ich habe natürlich auch ein Ziel gehabt, das ich will, an der Polizeischule will. Und dann schaut man natürlich auch, dass man fit bleibt. Also weißt du, ich habe schon die verrücktesten Lebensläufe so ein bisschen gesehen. Also, oder, wir haben heute mal einen gehabt, der ist einfach in der Fremdenlegion, oder? Ist nachher ein Logopäd und Lehrer gewesen. Wow. Und du bist jetzt Kaufmann und gehst zur Polizei. Es ist nicht vergleichbar, aber gleich ein bisschen ein komischer Schwenker, oder nicht? Ja, ja, ich glaube, ich habe mir erhofft, dass ich bei der Polizei meinen Idealismus vielleicht ein bisschen besser kann verwirklichen kann. Ich habe dann später ja Theologie studiert und während dem Theologiestudium hat der Studienleiter mich fast ein bisschen belächelt oder hat es lustig gefunden, dass ich trotz meiner sehr undominanten Art und Weise Polizist war. Und am Ende der Lehre hat er mir dann gesagt, jetzt, am Ende des Studiums hat er mir dann gesagt, jetzt weiss ich, wieso dass du Polizist warst. Ich sehe deinen Sinn für Gerechtigkeit oder dein Drängen für Gerechtigkeit. Und ich glaube, dann hat er gemerkt, dass ich doch aus sehr idealistischen, vielleicht hehren Gründen Polizist geworden bin. Dann hast du die hehren Gründe in diesem Umfeld nicht so ganz umsetzen können? Bei der Polizei? Ja. Ja, nein, man kommt natürlich dort immer wieder auch ein bisschen einen Anschlag. Das Wirkungsfeld ist doch deutlich begrenzter, als man vielleicht annehmen würde. Aber mein Wunsch war auch ein bisschen etwas, gell, etwas zurückzugeben in die Gesellschaft. Und das ist als Polizist sicher nur begrenzt möglich. Und dann ist halt ein bisschen dazu gekommen, dass es gewisse Sachen gibt, wo ich mich eher unterfordert gefühlt habe und in anderen Situationen immer wieder überfordert. Und das Ganze hat so zu einem unguten Gemisch geführt, wo ich gemerkt habe, auf lange Zeit tut mir der Beruf, wird mich der Beruf nicht erfüllen. Bist du stark eingeschränkt gewesen, also in dem, was du wolltest machen? Hättest du dir vorgestellt, man sollte mehr machen können? Ja. Ja, also vom Ideellen her sicher schon. So, man kann relativ wenig Hilfestellung leisten. Ich habe noch den Vorteil, dass ich es in Flums geschafft habe. Dort hat es noch das Gefängnis integriert. So hat man eigentlich auch so ein bisschen die Sozialadern auch im Bereich vom Schaffen mit den Gefangenen zusammen ein bisschen ausleben können. Das war sicher eine gute Abwechslung für mich.
Und du bist ja schon immer gerne auf Menschen zugegangen. Das ist bei dir, glaube ich, schon in der Wiege gelegen, irgendwie, dass du ein Menschenfreund bist. Also du bist einer, der etwas positiv bei den Menschen sieht. Und das hast du bei der Polizei natürlich auch dementsprechend einbringen und wäre auch sinnvoll. Wir haben jetzt gehört, wir müssen es nicht weiter vertiefen. Das ist dort jemandem mal ein bisschen schwierig, das kann man vorstellen. Aber gewisse Sachen hast du dort auch gleich können ausleben, oder? Absolut, absolut. Das ist eine Zeit, die ich überhaupt nicht will missen. Ich habe so viele gute Polizisten auch kennengelernt, so viele gute Menschen. Und auch dürfen sehr viel Lebensschule erfahren. Also für mich, gerade auch ich, der sehr behütet und aufgewachsen bin, haben wir auch die Schattenseite der Gesellschaft gesehen, wo man gemerkt hat, bei uns in der Schweiz ist doch bei weitem nicht alles so sauber und schön, wie es vielleicht auf den ersten Blick gerne der Anschein macht. Es gibt durchaus auch ganz andere Schicksale. Das kann dir vielleicht jetzt auch die Einstellung und das Wissen darum auch in der Schule wieder nützen, oder? Dass man dort gerade sieht, was nach Haus aussieht wie heile Welt, manchmal, wenn man genau heranschaut, doch auch sehr schwierig ist, oder? Ja, das denke ich schon. Gut, dadurch, dass ich als Schulrat nicht so viel im operativen Geschäft tätig bin, ist es vielleicht nur begrenzt von Nutzen. Aber sicher insofern, dass man halt wirklich gemerkt hat, ja, durch die vielen Lebensgeschichten, die man auch damit konfrontiert worden ist über die Jahre, weiss man, jeder hat seine ganz, ganz individuelle Lebensgeschichte und es gibt häufig sehr gute Gründe, wieso ein Mensch dort steht, wo er jetzt eben steht. Und ich glaube, das hilft einem, zu einer gewissen Gnade gegenüber den Menschen auch zu haben, wenn man mit ihnen zusammen schafft. P wie Polizist, du bist im Alphabet treu geblieben. P wie Pastoralassistent. Zwischen deinen noch einen ganz kleinen anderen Buchstaben. ST, also Studium Theologie. Das war sicher noch happy, oder? Ja, es war nicht ganz ohne. Gerade so, wenn man natürlich auch, wenn man aus einem gut bezahlten Job rauskommt, plötzlich wieder quasi mit nichts auszukommen und 3 Jahre Studium auf sich zu nehmen. Das hat schon seine Challenges mit sich gebracht, abgesehen davon, dass es auch relativ streng ist natürlich in sich. Aber es ist die absolut richtige Wahl im Nachhinein. Ich habe auch gemerkt, als ich bei der Polizei gegangen bin, dass der nächste Schritt muss sitzen. Und darum habe ich auch eine Karriereplanung oder wie soll man sagen, so ein bisschen wie eine ausdehnte Berufsberatung auf mich genommen, um mich ein bisschen besser kennenzulernen und ein bisschen zu checken, was liegt mir nicht, wieso ticke ich so, wie ich ticke und was macht Sinn. Und dann hat sich wirklich herauskristallisiert, dass das Theologiestudium Sinn gemacht hat. Und das kristallisiert sich auch jetzt noch raus. Aber das ist ja insofern, dass deine Erfahrung zeigt, ja, dass es recht gut ist, dass man nicht meint, mit 20 muss etwas abgeschlossen sein, sondern dass man wirklich auch weiter in seinem Leben gehen kann, auch andere Wege suchen kann, dass die Möglichkeiten auch bestehen. Oder? Also, dann hast du ein BMS machen im Jahr, dann hast du irgendwie vielleicht gerne eine Passerelle machen, um überhaupt auf eine Universität zu kommen. Also, dann, ich weiss nicht, Griechisch, Latinisch und so weiter. Also, du hast einen Haufen müssen machen, oder? Das stimmt. Also BMS habe ich eh schon mit der Lehre zusammen gemacht. Passerelle habe ich dann gemacht zwischen Afrika und der Polizeischule. Das heisst, das hatte ich eh schon. Ich bin aber nicht an der Uni studieren, sondern ich bin am IGW studieren. Das ist Fachhochschulniveau, ist auch viel praxisorientierter. Mit dem Abstrich dafür, dass man dann eben zum Beispiel kein Latinisch hatte, was mir auch ganz gelegen kam. Ja, das kann man gut vorstellen. Das ist ja länger mehr auch Diskussion im ganzen Studium, dass überhaupt, noch Sinn macht. Gell? Ja, du kommst natürlich aus einer Familie raus, gell, wo irgendwie der Glaube, eben so das Evangelium, wie mit der EVP auch im Zentrum steht, auch gestanden ist. Also der Glaube hast du familiär schon mitbegründet gehabt. Ist das auch ein Grund gewesen, dass du jetzt einfach die Ausbildung gemacht hast? Ja, ganz sicher. Das war mitunter ein Grund gewesen. Dadurch, dass ich schon christlich aufgewachsen bin und von klein auf schon das Evangelium, die Liebe von Gott zu uns Menschen mit überkommen haben, in die Wiege gekleidet haben, sozusagen, habe ich das natürlich schon, hat mich das schon von klein auf irgendwie fasziniert oder es hat mich schon von klein auf immer wieder beschäftigt. Und das war mitunter ein Grund gewesen, wieso dass ich auch Theologie studiert habe, weil es halt auch das persönliche Interesse war, am Glauben und das besser zu verstehen, einen grösseren Blick dafür zu kriegen und nicht nur ein rein karrierebedingter Schritt gewesen. Das ist bei dir ja auch nicht so, gell? Du bist ja bei einer Freikirche, also von Karriere keine Spur, oder? Du bist ja eher ein Dienstleister, der sich vielleicht so gerne auf einem Kaltsniveau unter der Polizei liegt. Also, ja, ich denke, das ist etwas, das auch ein bisschen Idealismus beinhaltet, oder? Ja, definitiv. Also, ich finde zwar, für das, dass ich in einer Freikirche bin, bin ich sehr grosszügig gezahlt und entlöhnt, aber es ist sicher kein Job, wo ich reich werde auf lange Zeit. Und von dem her ist das sowieso etwas, wo du aus Überzeugung machst, weil du mit Menschen unterwegs bist und Menschen, die dir am Herzen liegen. Und wenn du so etwas nur wegen dem Job machst, damit du am Schluss vom Monat Geld auf dem Konto hast, dann glaube ich, wirst du den Job auch nicht lang machen. Ich glaube, du hast mit dem Studium den Glauben nicht verloren.
Nein, nein, ganz sicher nicht. Ich würde schon sagen, dass es seine herausfordernden Momente hatte, das Theologiestudium, das ganz sicher. Aber ich würde sagen, groß und ganz, nein, er ist gestärkt worden. Wie gross ist denn der Glaube, wenn du mal so Situationen herkommst als Pastoralassistent, wenn du irgendjemanden musst trösten, wenn du siehst, ausweglose Situationen und gleich musst Hoffnung vermitteln, das stelle ich mir nachher noch sehr, sehr schwierig vor. Ja, ich finde auch, das ist schwierig, insofern, dass es so krasse Schicksalsschläge gibt, wo die selber ins Nagel überbringen oder wo die selber zu tiefst treffen und du den Menschen manchmal auch gerne nicht unbedingt kannst nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ah, ist alles halb so wild oder so. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem christlichen Glauben einen nur mega Hoffnungsglauben, weil wir wissen, wir sind in den Händen von einem liebenden Gott. Und der liebende Gott hat gute Gedanken über unser Leben und er möchte unser Leben zum Klingen bringen. Und darum glaube ich, haben wir eine gute Botschaft in dem Sinne, auch wenn es dunkel und trist scheint im Jetzt, so haben wir eine Hoffnung auf die Zukunft hin, dass wir in seinen Händen sind und dass er unser Leben wird zum Guten wenden. Im Hintergrund da sehen wir unkenntlich, aber man sieht es, das Pflegeheim in Oberstrasse ist so spitz. Also da ist ein Kollege von mir gestorben, ein Hirntumor. Der war gerade mal so etwa 60, hat einen Leidensweg hinter sich gehabt. Ein Filmer-Kollege von mir ist gestorben, auch an einem Hirntumor. Ein unglaublich sehr, sehr beliebter und guter Steuersekretär von Grabs ist da gestorben. Ja, wenn du dort mal rauskommst und dort durchschaust. Und es ist ja wirklich schön, dass man weiss, also der Tod ist drauf auf einem neuen Leben vielleicht von einer Hoffnung, die da ist, aber kann man das denn wirklich immer so mit sich tragen? Das ist eine sehr gute Frage. Gell, es ist einfach, um das zu beantworten, wenn es einem gut geht. Und wenn man dann mal existenziell in so einer Krise ist, dann ist es wieder eine andere Frage. Und ich glaube, darum ist gerade auch Gemeinschaft so wichtig in so etwas. Weil Gemeinschaft kann dir helfen, wieder aufzustehen. Wenn du umgekehrt bist, kann dir jemand unter die Schulter greifen und sagen, hey komm, ja, es ist scheiße, es passieren schlimme Sachen auf dieser Welt. Und doch gibt es eine Hoffnung darüber hinaus. Und es sind vielleicht Sachen, die man manchmal in diesem Moment nicht im ersten Moment nicht will hören, aber doch Sachen, die man muss hören, damit man wieder Hoffnung kann schöpfen, damit man wieder eine neue Perspektive hat aufs Jetzt, weil man sonst Gefahr läuft, sich in dieser Abwärtsspirale zu befinden, von den eigenen Gedanken, von der eigenen Trauer. Und Trauer ist wichtig, aber Trauer ist nicht das Ende. Ich habe dich voll verstanden. Also ich habe eigenartig der Glauben auch. Ist vielleicht etwas Kindliches, aber wenn ich jemand einmal rede mit jemand anderem, dann merke ich, das kannst du nicht überbringen. Mhm. Sie glauben das nicht. Sie sagen, wo ist denn das? Wie komme ich überhaupt zu dem Glauben? Ich komme zu einer Gewissheit, dass das wirklich so ist. Also, weißt, und gleich wäre es so wichtig, gell, gerade auch in schwierigen Zeiten, oder? Wie machst du denn das? Also, du bist ja Pastoralassistent, das ist ja im Grunde fast das tägliche Brot, um auch irgendwie die Hoffnung einfach nicht sterben zu lassen, oder? Ja, ein Stück weit schon. Aber ich bin natürlich sehr viel mit Menschen unterwegs, die schon offen sind für das. Aha, ja, genau. Ich glaube, andere Menschen, die die Perspektive nicht haben, die müssen ihren eigenen Weg finden, um mit dem zurechtzukommen. Ich persönlich finde, das ist nicht nur der beste Weg, sondern für mich ist natürlich die Wahrheit. Für mich hat es etwas sehr Existenzielles an sich. Es ist nicht einfach, ich glaube das, damit es mir besser geht. Sondern ich glaube ja, dass das wahr ist, dass das die Wahrheit ist und dass das Leben ist. Und das ist natürlich, das ist etwas, wo mich immer wieder aufrecht erhaltet oder aufbaut. Und andere Menschen, die das weniger haben oder die das nicht glauben, mein Tipp wäre, bleib am Suchen. Bleib suchend, bleib fragend. Und dann, ich persönlich glaube, wer sucht, der wird finden. Und dann glaube ich auch, werden Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht wollen, wollen, dass es etwas mehr könnte geben, letzten Endes zu ihrer Antwort kommen. Warum das jetzt einfach das so ein bisschen vielleicht intensiv befragen, das hängt ein bisschen damit zusammen, oder? Wir haben immer das C im Gesetz drin. Und manchmal aber denke ich mir, wenn wir es leben müssen, ist es nicht ganz drin. Wir haben das C auch in der Schule drin, das war nicht ganz die Religion, ist es bei der Kirchgemeinde, aber wir im Stundenplatz drin haben die Religion drin. Und die Frage, ich habe mich manchmal gefragt, ja selber Religion gegeben, diesen Kindern, zwar von allen Konfessionen, auch solche, die nicht christlich sind, man kann sehr viel erreichen, aber was meinst du, was könnten wir denn tun, um der Glaube, der sehr hoffnungsvoll ist und irgendwie auch eben gemeinschaftsbildend und vielleicht auch für die Zukunft für unsere Gesellschaft sehr wichtig. Was könnte man da tun in der Schule, weißt, um das wirklich zu festigen, um es zu vermitteln, um nicht einfach nur ein Fach zu unterrichten? Ja, ich weiss schon, es ist unglaublich. Gell, aber, ja.
müssen wir unter Umständen, weißt, einfach Leute auslesen, die es viel Säcke haben, weißt, die selber das auch leben. Also Jesus hat ja nicht zuletzt durch seine Begeisterung oder, natürlich können überzeugen, oder? Ja, ja, ich glaube, einerseits natürlich durch seine Begeisterung, andererseits natürlich auch sehr, dass er das gelebt hat, was er predigt hat. Genau. Dass er das wirklich dafür gerade gestanden ist und nicht einfach nur schöne Worte geschwungen hat, wie andere Religiöse zu seiner Zeit. Und ich glaube, heute ist es ähnlich. Wenn man wenn Leute wieder für das begeistern, dann müssen wir leben, was wir glauben und was wir predigen. Dann können wir nicht Wasser predigen und Wein trinken. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, sehr viel, was mit Religion verbunden wird, ist immer so, dass man muss etwas leisten, damit man Gott gefallen kann. Du musst zuerst irgendetwas bringen und dann kann dich Gott akzeptieren. Und ich glaube, es ist genau der umgekehrte Weg. Gott ist gekommen und hat etwas gebraucht. Gott ist gekommen, hat seinen liebenden Sohn gegeben, seinen geliebten Sohn gegeben, für uns. Und wir dürfen das Geschenk einfach annehmen, weil wir bedingungslos geliebt sind. Und ich glaube, wenn wir die gute Botschaft von dieser Liebe von Gott wieder vermehrt platzieren können, dann wird das auch das Leben mehr verändern und Gemeinschaften prägen. Zum Positiven. In der Schule haben sie mal so gesagt, sie haben so Lego-Burgen gebaut und so weiter. Und dann nachher habe ich immer gedacht, und ein anderer ist gekommen, hat es kaputt gemacht. Dann habe ich immer gesagt, das ist doch mit der Menschheit gleich. Oder Gott hat uns die Welt gegeben, das Leben gegeben, hat uns alle gegeben. Und dann können andere und machen es kaputt. Und es ist ja wirklich einfach ja, kein Geheimnis, dass Religion sehr oft auch eben Krieg und Hass schürt. Oder? Mhm. Und wenn man sich bewusst ist, dass man eigentlich mit dem Krieg Menschen vernichtet, die Schöpfung von Gott, das, was uns geht, vernichtet, dann kann man eigentlich dann wirklich nicht mehr von einem Christlichen denken. Reden, oder eigentlich? Nein, ich glaube auch nicht. Also, es ist natürlich komplex, wenn man jetzt aber letzten Endes Religionskrieg kann nicht von Gott kommen. Du kannst nicht, also von mir aus gesehen, ich kann das nicht mit dem christlichen Glauben vereinbaren, wenn wir im Namen von Gott andere Menschen töten. Jetzt gehen wir weiter. Ein weiterer Zankapfel ist ja Politik und dort steckst du mit drin. Ja. Was macht das? Du möchtest auch, du bist wirklich auch. Du bist jetzt Schulrat, aber was du weiter vorhast, weiss ich nicht. Aber ich denke mir, wenn du jetzt mal im Vorstand von der EVP im Schweizerischen drin bist, seit dem 21, oder? Ja. Da bist du, glaube ich, abgesehen von einem, der bei der jungen EVP ist, auch der Jüngste. Es hat noch mal einen drin, der, glaube ich, nach 3 Jahren unter Umständen. Nur schnell nachgeschaut heute Mittag, wo noch 3 Jahre ein bisschen älter ist. Aber du gehörst wirklich zu der jungen Sorte. Du bist echt die Hoffnung der EVP für den Nationalrat. Oder wie sieht das aus? Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Hoffnung für die EVP im Nationalrat bin. Zumindest im St. Gallischen ist das haben wir einen recht schweren Stand, dass wir überhaupt mal in den Nationalrat kommen können. Von dem her wird jetzt der Nationalrat wahrscheinlich nicht gerade in absoluter Reichweite sein. Das muss er aber auch nicht. Ich habe keinen Stress. Ich muss nicht irgendetwas erzwingen oder erreichen. Ich freue mich für das, was ich jetzt machen darf, für das, was ich jetzt bewirken darf und bin gespannt auf das, was die Zukunft noch bringt. Aber ich habe eine zweite Zahl nachgeschaut, oder? Bei der Kantonsratswahl im März 2020 hast du gleich 204 Stimmen gemacht, der nächste 140. Also du bist ein bisschen die Hoffnung von dieser Sektion EVP, oder? Also das ist schon etwas, oder? Also du bist darin, auf dir ruht schon ein bisschen die Hoffnung, also, dass die EVP gleich einmal nach Fuß fassen kann. Wer weiß? Ich glaub, letzten Endes bin ich dankbar für die Stimmen, die ich gekriegt habe, natürlich. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass ich auf dem aufbauen kann. Hinten hören wir einen Helikopter, vielleicht haben wir ihn auch gesehen, einen Rettungshelikopter. Gell? Das ist etwas, was wir hier in dieser Gegend, die wir genau hier auch wieder, immer wieder leben müssen. Oder? Wir sehen das eigentlich immer, auch das Elend, das Unglück. Also, ich habe vorhin so spitz angedeutet, aber natürlich auch die Sirenen, die hier ins Spital herfahren, die Helikopter. Ja, also es geht wirklich darum, dass man ein bisschen zusammenhält, gerade in dieser schwierigen Zeit. Oder? Und die Politik könnte hier ja unglaublich viel erreichen, weil es kann es eigentlich nur Politik machen, oben da die Führung übernehmen, dass man auch zusammen etwas machen kann, dass man miteinander am gleichen Strick zieht. Also, haben wir da eine Chance? Also, wenn du einmal so Arena schaust, da ist manchmal ein Hickhack, wo man denkt, man kommt überhaupt nicht weiter, außer dass man einfach ein Podium zur Verfügung stellt, wo sie ein paar miteinander austeilen können. Oder? Also, wie siehst du denn das? Wie kann man irgendwie mit dem Glauben vom Evangelium, mit der Botschaft von Jesus in der Politik überhaupt überstehen? Du stellst super Fragen, so gut. Ich glaube, ein grosser Punkt ist, das Evangelium misst jedem Mensch einen grossen und den gleichen Wert zu. Und das bedeutet für mich, dass ich mein Gegenüber, das komplett anders denkt, genauso ernst nehme wie mich selber und wie der, der genau gleich denkt wie ich. Und das gibt mir die Möglichkeit, um auf die Person zuzugehen und ihr besser zuzulassen als andere, die denken, du liegst sowieso schon falsch. Und ich glaube, das ist eine der grossen
Grundbaustein von erfolgreicher Politik, dass man mit Andersdenkenden, mit Leuten, die die Welt halt anders gesehen und verstehen, kann in Dialog treten, kann sie ernst nehmen. Das heisst ja nicht, dass man nachher immer in allem übereinstimmen muss, aber dass man die Person, so wie sie ist und mit dem, was sie mitbringt, ernst nimmt und ihr kann auch ernsthaft begegnen und natürlich auch mit Argumenten. Es geht letzten Endes auch nicht über einen guten sachlichen Streit. Ja. Und es braucht auch Mut, gell? Wie Jesus so in den Tempel hineingegangen ist. Manchmal muss man auch den Mut haben für unangenehme Sachen und Botschaften, oder? Ja, ja. Und das ist sicher ein Punkt, wo ich mich noch ein bisschen mutiger zeigen und ein bisschen entwickeln kann. Aber gut, das lernen wir in der Zeit, oder? Natürlich. Ja, das gehe ich davon gehe ich schwer ja. aus. Ja. Damit also, rechne ich auch. Wobei, ich nehme die jetzt so im Schulrat ein, nehme die Worte, du bringst ein. Immer dann, wenn es wichtig ist, bringst du die ein. Du bist sachlich natürlich absolut sehr fokussiert, oder? Und du gehst auch auf Leute zu. Also, ja, wie steht es jetzt im Vorstand? Seit dem 21. bist du im schweizerischen Vorstand drin. Wie steht es dort? Also, ich fühle mich sehr gut und gut aufgenommen, natürlich. Aber ich bin mir auch bewusst, gell, ich bin eh schon ein relativer Frischling, aktiv in der Politik. Und jetzt auch immer noch absolut im Lehrlingsstadium innerhalb des Vorstands, weil sich da Fragestellungen ergeben, wo ich mich noch nicht gewöhnt bin, um mich in diesen strategischen Bereichen so intensiv zu bewegen. Von dem her gibt es schon noch ab und zu die Momente, wo du denkst, hey, was mache ich da eigentlich? Ich kann mich gerne so richtig einbringen. Aber da muss ich auch ein bisschen lernen, zum Gnade haben mir gegenüber selber und sagen, okay, es ist auch normal, dass du jetzt mal bei so einem bei so einer Funktion eine gewisse Einarbeitungszeit halt einfach brauchst, bis du mal ein bisschen daran gewöhnt bist, um was für Thematiken das alles geht. Ja, ist okay. Ich kann es verstehen. Aber ich bin jetzt 69, ich kann dir sagen, es wird sich nicht ändern. Entweder ist man einfach jemand, der einfach sagt, ich bin das Maß aller Dinge und du bringst die und so ist die Meinung. Oder du kannst auch mit anderen Meinungen umgehen. Du bist ja vielleicht einer, eben, der eher eben andere Meinungen auch anlassen kann und du das vielleicht auch ein Netzwerk bauen und dank diesem Netzwerk auch zu einer umfassenden Lösung kommen. Das kann man ja vielleicht auch so sehen. Also. Ja, ich glaube, das ist natürlich meine grosse Hoffnung. Ich denke, das ist meine grosse Stärke. Und wie ich das dann wirklich umsetzen kann, eins zu eins in der Realpolitik, das wird sich dann jetzt noch mehr so zeigen. Aber doch, durchaus ist das etwas, was ich auch als Stärke der EVP wahrnehme, dass man eben andere Meinungen gelten lässt. Das jetzt auch in den ganzen Debatten um Corona sehr positiv wahrgenommen, obwohl wir auch innerhalb der Partei sehr viele verschiedene Meinungen hatten. Und trotzdem habe ich gefunden, man hätte einen guten Dialog und ein gutes Miteinander können finden in dem Sinne. Und das hat mich schon beeindruckt. Vögel zwitschern, zwei Wochen lang Sonnenschein, es könnte auf den Kanarischen nicht besser sein, gell? Vor Sitzen hinten dran wachsen, es ist wunderschönes Wetter. So. Das sind natürlich schon ein bisschen, ja, die Situationen, wo man wieder Hoffnung fasst, oder, dass wir raus können aus all dem. In der gleichen Zeit ist durch der Ukraine-Krieg, der uns jetzt da dann auch länger im Meer natürlich auch mitbelastet, das ist klar. Wie siehst du jetzt die Zukunft? Es gibt solche, die einfach abgeschlossen mit der Zukunft, die sagen, ich verträge das nicht mehr. Wir haben 300'000 Kinder, glaube ich, in der Schweiz, die psychische Probleme, die Warteschlangen sind von Psychologen, also nicht mehr wissen, wer sollen sie dran und so weiter. Also, wie siehst du die Zukunft? Da kommt jetzt natürlich auch wieder mein persönlicher Glaube zum Tragen. Ich habe eine hoffnungsvolle Perspektive in die Zukunft, auch wenn ich weiss, dass jetzt gewisse Sachen definitiv falsch laufen oder all die Schicksale von diesen Jugendlichen oder auch jetzt im Ukraine-Krieg von all diesen Toten, die sind real und die sind prägend für eine ganze Generation. Und das Herz zerreißen, das ist keine Frage. Das zerreißt auch mein Herz. Aber ich finde meine neue Kraft und in dieser Hoffnung von Gott und der guten Botschaft, die er gebracht hat. Und das ist, was er immer noch bringt, wo ich die Überzeugung bin, wo ich glaube, dass ich ihn immer wieder oder gemerkt, dass ich ihn immer wieder in meinem Alltag erlebe, wie er mich durchtreibt, wie er andere Menschen durchtreibt, die nicht mehr weiter wissen. Und ich glaube, das ist letzten Endes das, was wir Menschen können mitnehmen, ist, dass Gott eine ganz persönliche Beziehung zu uns will. Und wenn er die will, wenn er sich die wünscht, dann wird er uns auch durchtragen, egal wie dunkel die Zeiten sind. Und selbst wenn das mal bedeutet, dass wir irgendwo den Tod finden, so wissen wir, dass wir dann an einem noch viel besseren Ort sind, in den Armen von Gott und in dieser ewigen, genialen Gegenwart von Gott. Und darauf freue ich mich auch. Und darum muss ich keine Angst haben vor dem, was noch kommt.